Und so, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Feed Beast Ultimate. Halt, immer noch sozusagen allein, raten über die Mika, weil Peter ist sozusagen immer noch was anderes zu tun. Ja, gut. So, und mir ist in der letzten Folge gerade am Ende die Schaufel versandt. Gerade versandt am Ende der Folge. Ich hab keinen anderen dafür. Da ist noch welche, okay. Bau ich mir doch mal eine neue Schaufel. Vielleicht drei. So. So, drei erneute Schaufeln. Läuft das zumindest drei ausreichen. Hier loswerden. So, die nächsten Getränke sind sehr toll. Oh, hallo. Wie Engie Zombie? Ich glaube, Engie Zombie muss wieder an sich heißen. Spinne. Oh, da hinten sind welche. Geh ich jetzt mal hin. So. Räum mich hier mal die Erde weg. Ach, die Spinne hat noch ein Weibchen dabei. Oh je. Die so ein bisschen als Weibchen aussieht. Das Weibchen töte ich. Es darf keine Kinder kriegen. Nee, wenn dann ein Tier. Yes. Ja. Ich glaube, der Tafel verliert. Ja, und ein Stück dann da drinne. Von dort aus verkleinert würden. Ah, das Schlitz steht auf der. So, weg mit dir, Slit. Stehst nicht mehr auf mein Dach hier rum. So, jetzt eine Etage. Geht erst in das Dach.
So. Viecher tot. Weiter in Arbeit. So, den Bett hier abzubauen, ja. Oh, zwei Dosen Boden. Kommt alles in die Kiste. Ach, hallo. Zombie-Skelett. Hallo, Zombie-Skelett. Aua. Nach Kanal und der Oberfläche. So, durch Monster kämpfen Geräusche erwartet oder vermutet. Das Haus ist aber schon fast. Das wird heuchlet. So, drehe das doch. So, sieht man jetzt die Hauptfläche des Gebäudes jetzt auch überirdisch nicht. Halt über den. Der Hügel am Haus ist jetzt weg. Ich glaube, Peters Haus hier hinten, sein Haus würde fast voll hinten reinpassen, gefühlt. Müsste fast. Thank you.
So. So, das ist ja dann jetzt hier die Fläche, wo die Bäume dann angepflanzt werden sollen. Also das hier muss ja noch weg, weil die halt unten in den Sonnen schon waren. Das hier dann später weg. Ah ne, ich muss jetzt mit die halt noch mal holen. Sein Headset abgesetzt. So, dann muss man mal machen das Obsidian Totem weg. Das Obsidian Totem wird eingesteckt. Jetzt sozusagen ja der Plan, dass hier dann sozusagen die Bäume sozusagen erst gepflanzt werden. Ich glaube auch vielleicht auch die, oder? Ich glaube schon, ob wir auch die Rubber Trees auch pflanzen. Leute. Mal das hier, wo soll ich das mal auch hier dahin produzieren? Weil ich die will ich jetzt mal was Festes haben im Sommer. Heute ist auch ein Ab dabei. Und unser Schwert dabei kommt. Deswegen hauen wir mal diesen Berg hier weg. Ich glaube, hier hauen wir doch mal weg. Alles hier. Alles muss weg. Und was macht die? Was machen wir als nächstes an den Tränken hier? Ich weiß nicht weiter als meinen mein Kuchen. Also erstmal Milch geholt.
gerettet. Ja, ich hoffe, dass wir gleich bald Holz haben. Aber die andere Etage jetzt mal ins Richtige. Also passt das hier. Das ist das Schäuel wieder. Ach so, das ist Welt. Zum Glück soll ich jetzt tragen, mal drauf safe. An sich ist es eine nette Plan, dass wir jetzt hier eine kleine, ja, wie gesagt, schon Baum fahren. Bis die Bäume einen kleinen bisschen Abstand machen. Ich glaube, vielleicht 3x3 Abstand zueinander. Das wäre ausreichend bei den Bäumen. Die sind jetzt auch nicht so breit eigentlich in die weiter aus. Okay. Das hier gucken wir mal. Weil die Ortbäume sind ja schon größer, wenn da das Wasser überlebt, kann ich halt tun, aber hier können wir vielleicht 3 machen. Halt, dass wir fürs erste hier seine Bäume pflanzen. Und dann wird es dann langsam, weil es die Holzmenge erreicht haben. Sind dann dabei dran gebunden. Dass wir sozusagen die Verbrauchsraum sozusagen umsetzen. Die andere Seite. Und dann wollen wir schon bald die Etagen in den Tiefen beginnen. Ich bin so klein wie dieser Verkleinerung an einer Seite. Ja, das ist die Treppe, die wir hier haben konnten. Und der oberen Stelle, wo die Treppe auch ist. Ich glaube, da muss ich wohl doch nochmal was abgeklopft werden. Die Teile kann das sehr schlecht machen, dann müssen wir sie viel öfter platzieren wohl. So, ah ne, das eine Obsidian-Tod ist doch ein anderer Teil.
gebaumt haben, wenn wir noch gebaumt haben, das Holz abwerten lassen. Das ist noch Zeller, Macke. Eigentlich. Ja, der ist noch Zeller. Highwall Fields. Ist ja eigentlich auch mal die Belegung, ob man vielleicht auch mal davon was macht. Von der Art. Ja, wenn dann den letzten Zeller hat, dann fehlt mir noch die Konsole. Soweit ich weiß, gibt es ja nur für die Konsole. Na, fährt ein Tor, weil der was hinter der Straße des Hauses wird wollen. Dann der Kollege auch wieder. Da oder immer weg. Anscheinend immer weg. Okay, jetzt kontrolliere ich halt weiter alleine. Und dann bin ich ja nicht, dass er nicht sagt, dass er nicht gesagt hat. Und dann hat das da auch, dass er mir das. Ja, die wirkt die Sache ja auch bei mir. Ich hoffe, das wird eigentlich, oder das klappen lässt, die zeittechnisch diese 30 vollen Missbar. Das ausreicht sozusagen. Weil ich sozusagen die wir Wochenende, wenn ich ja da bin, sozusagen nicht so machen kann. Weil ich an sich ja im BBB sozusagen erstmal dieses Berufsvorbereitungs hier. Das müsste es vielleicht noch heißen. EVJ. Jetzt müsste er. Ja. Das ja da machen würde. Und ich hoffe mal, dass es halt alles dann klappt. Ja, dass ich da auch schnell wieder nicht mehr wohnen muss. Weil ich hätte so finde ich eher keine Bock, weil eigentlich ja teilweise übernachten geht sozusagen bei Freunden mal sowas mit übernachten Sachen würde dienen, aber weil eigentlich habe ich ehrlich keine Zeit und nur ja sozusagen müsste sie ja eher nicht was anderes. Eine Klassenfahrt dient ja eher auch, auch wenn wir ehrlich gesagt. Ich meine, an sich wurden wir verabschiedet, aber leider gab es in denen ja nicht keine Klassenfahrt, sondern mehr, dass wir so ein Abschiedsklassenfahrt, sowas, nee, gab es halt. Höchstens mal, an sich gab es sozusagen mal ein Essen mit der Klassenfahrt auch. Die ja sicher seine Fähigkeit. Aber nicht. Ich glaube nicht, dass die uns also was fand, oder die Verfalter auch nicht. Die hat Klassenlehrer halt. Aber das ist halt. Aber nee, komm, Mann. Komm her, Mann. Oder das wäre nicht lustig, wenn manche an sich schauen sie, glaube ich. Manchmal, manche Videos sind immer so, manchmal so. Die Aufrufzahlen ja hier, ist mir eigentlich relativ egal, ich muss drauf sein. Auch wenn es vielleicht nicht viele gucken. Diese Situation, ich glaube, beim Kollegen ist es etwa gleich, glaube ich. Weiß nicht. Das. Einen, den ich schon so beabsichtigt. Jetzt habe ich hier. Ja, hab ich schon einen tollen Namen. Na, habe ich nicht. Ups, verklickt. Das wird das Button in der letzten Folge. Ja, ich will jetzt nicht nachbutteln. Der Kollege ist AFK. Wenn der Kollege AFK ist, kann ich schlecht den Pinnen gehen. Ja, weil an sich, ist das BW, wo ich da hingehe, halt das an sich in Kabel sozusagen, ja. Und an sich wollen die Leute ja dort, dass man ja wohl erstmal wohnt. Die Frauen, die um sich um einen Erstmal kümmert hat, die ja an sich auch die Schule, halt an sich halt die. Schule besucht hat. Mit verbinden halt mit der Zauberschule wohl stand oder wie die Dafür wohl. Die ist halt nicht mehr wohl zwischenfahren und dann kann er halt so 2G wohl Quatsch gezählt. Weil an sich hätte ich da von vorne nein ausgesagt, ich will es nicht. Und die hätte gesagt erstmal, so das machen wir so, dass wir es als Test ansehen. Dass wir sagen, so du bist kannst jetzt sozusagen 2 Monate das testen oder ob sie da, sonst haben wir nett, dann nett.
was soll das, wenn der dann überzeugt ist, dass ich dann natürlich der Rock Triangle. Wenn man unter den Schatzblatt hat, den jetzt sofort sagen, nee, ich nicht. Dann würden wir auch selber, was halt auch schön wäre, sonst eine Tat kosten, so. Dann soll funktionieren. Ich hoffe, das wird. Oh, Gott, das klappt. Oh, halt. Damit das. Ich meine, der eine dann gegeben so. Nee, am Ende so triffst du jemanden, der eigentlich da was schaut. Weil man mich hier auch erkennen würde. Den. Ja. Würde eigentlich, glaube ich, leider leicht, weil. Es ist ja schon. Der größte Teil ist in. An sich sind wir. Wann endet das der Sommer? Ich weiß nicht, wann der Sommer sozusagen offiziell sozusagen endet. Und dieses Jahr, der größte Teil, das ist ja der September. Da kennt das, man kennt das an. Ah, nein, weil was sonst wäre ist an sich. Hab ich ja von meiner Seite aus im Retro, wo nicht mein Name draufsteht, aber. Mit Favor oder mit den aktuellen Avatar des Kanals. So der Fall ist ja der Kanal Avatar, mein Rückenfrage. Das Nika hat ja auch so eine Jacke wohl. Aber an sich glaube ich, das wäre ein harter Zufall. Ich meine nur, weil die Welt ist doch raus. Die Welt ist raus, also. Das ist ein harter Zufall, wenn man dann ja der Liebes schockt und mit denen auch gerade frisst. Also da ist am liebsten. Hätte ich das nicht mal gerne sowas. Weil an sich kann man selber schon ausdrücken. Ich meine, an sich spiele ich nicht so lange Minecraft, dass ich das wissen kann. Dass ich das Zuckerrohr früher Bambus hieß. Oder dass man die Türen am besten eigentlich auch so einbaut, also das ist vielleicht ein kleiner Tick halt noch. Halt an sich habe ich. Was vielleicht auch ein paar Leute, die das vielleicht vertrocken, auch so zum Schottern. Halt das Minecraft LP von lieben Herr Gronk hier, oder auch eher als Erik kennt er. Der wirkliche Name ja. Er hat ja an sich sein Minecraft LP, war ja bei der Minecraft Alpha 1.2.0-01, wenn ich mich nicht täusche. Da war es ja sozusagen noch so, dass es ja viel älter war. Ich meine, ich selber spiele etwa seit der 1, 2, 3 oder sowas spiele ich. Minecraft war sozusagen seit 2013, 2012 oder sowas. Als. Nee, 6 Jahre habe ich das, also seit 2004 spiele ich ja schon sozusagen in Minecraft. Und ich muss sagen, ich. Ich kann immer noch nicht aufhören sozusagen. Ich habe immer noch sozusagen mal was zu tun oder diese Board da, die Let's Show, sagt ihr ja auch nachhinein, weil ich da nicht mehr so viel kommt, weil ich ja nicht gefragt hätte. Weil ich ja gerade noch das LP-Sache mache und sonst mal spiele ich halt gerade Art oder manche andere Spiele. Weil bis es ja ist drin, hier wird der nicht mehr kommen, dann sozusagen ist ja ein bisschen Age of Empires und wie hieß das Spiel nochmal? Stimmt mal kurz auf Steam. So, Spielblock. Player Annihilation Titans. Und halt Age of Empires. Auch wenn ich am Überlegen bin. Ja, schon. Wir machen ja Blitzung rein. Weil sonst nur Player Annihilation könnte auch langweilig werden. Ja, ich glaube, wenn dann werden wir verschiedene Galaxies, verschiedene Systeme will er auch machen. Vielleicht wird es ja dann mal noch andere Sachen dann immer, als nur mit die beiden Spiele. Weil wenn sind dann eh immer dann komplette Aufnahmesessions, also wenn dann was jetzt in Torte entschieden wird, hier bei den Folgen und dann können wir auch jetzt ein tolles Wort erwarten, dass es dann gleichzeitig in der nächsten Folge dann mal drauf eingehen wird. Wie halt einmal die Frage, was da ja, glaube ich auch schon länger, ja, das ist schon ziemlich lang her sein. Da war ich glaube schon noch vorher, wo wir die Quest gesucht haben. Ja. Hat einer mal gefragt, wie alt seid ihr eigentlich? Ja, wenn ich mich noch nicht täusche. Halt, der Helfer zum eigentlich auch Peter genannt. Halt, wie sein Name Peter, ja. Nennen die auch alle Peter und niemand nennt den Helfer zum
Also nicht eher so. Ach, komm, der Talena sind wir ja. Weil das wäre. Man muss halt total fahren, wenn ich sofort im nächsten Video werden würde, weil das hier ist ja auch zum Beispiel jetzt 30 Folgen auch selten. Weil Folge 61 bis Folge 70? 90? Müsste das wohl dann sein? Also 30 Folgen aufgenommen, dann müsste es ja Folge 90 sein. Also, das ist schon ein bisschen was. Und da kann man eher schlechter sein mit dem Kommentar von, weil in dieser Zeit wird dann keine der vollen Box sein, die aufgenommen worden rausgehauen kommen oder kommt. Also. Und wenn dann wünscht es mal vielleicht mehr tut, dann finde ich in den Fällen nächsten Session dann nicht dauern hat, bis sie da festlegen kann. Ja, ich weiß, dass die Folge hier schon 30 Minuten geht, aber ich will diesen restlichen Wert auf YouTube auch noch in der Folge tun. Das ist eh noch ein bisschen gebottelt ist. Da schalten wir eh viele Leute ab, weil sie dort oft den Bock haben. Das finde ich aber lustig, teilweise in die so. Keine. Halt, weil er wirklich besonders viel labert. Das soll ich nicht lassen. Ich meine, ich könnte nicht den. So einfach in 3 Jahren, ja, boah, bringt mal was her. Aber jetzt will ich das, weil da die Hand ist am Schwitzen mit dieser Maus, ja nie. Das nervt. Bäh. Das war ja. Ich meine, weil der kommt hier endlich auch bei Erdklatschen oder sowas, alles mögliche. Labert der, labert, labert, labert. Ich bin ja schon oft gesagt, das. Aus seinem Mund fallen einfach die Worte raus. Da kam es total was vor. Ich frage mich echt, was für ein Thema hat er denn bitte? Ich glaube, das ist immer noch so, was er eigentlich hier. Ich glaube, sein P macht er aber gar nichts mehr. Dann ist das letzte Mal ja das Life in the Woods oder später After Humans. Was vielleicht auch mal eine Überlegung wert wäre, aber vielleicht tut hier nach sozusagen. An sich war das mit dem Belegung Galactic Science, da müsste ich mal was gucken. Weil letztendlich, dass man dafür mal Server gucken muss, Nitrado hat Galactic Science drinnen. Aber eher sozusagen, weil wenn da muss man mal was gucken sollten oder. Weil aktuell will man Galactic Science, weil hier haben wir ja unseren Steves, den Steve, den Patchpacks. Ist ja hier aktiv, wenn ich zum Default gehen würde, dann wäre es der Default Steve. Aber weil es an sich hier in die Windows nicht mehr lappt, haben wir es jetzt so halt. Ja, vielleicht gucke ich mal, weil an sich bin ich da. Der 1.4 ist der Lucky Science, ja. Und wenn ich da sozusagen spiele, ist mein Charakter ein grauer Kasten. Mit ohne Füße. Das ist kein anschaulicher Blick. Deswegen. Ich mal gucken, ob man vielleicht, ob das da vielleicht guck ich mal was durch, aber das werde ich, wenn dann hier danach mal, wenn ich hier zu Hause bin, nicht jetzt vor der Aufnahme, nicht nach der Aufnahmesession. Da wird es wieder eben vielleicht, weil das ist immer noch der 10. dieser Aufnahme ist, der 20. bin ich dann jetzt eigentlich kurz alles. Deswegen ist es halt so der Fall, dass ich da vielleicht bin, dann danach mal gucke. Dann immer schön, dass der Sens irgendwie 1C7, 1C4 sozusagen nicht der Practice Skin wäre oder vielleicht 4. Weil an sich die Skins haben sich ja im Laufe der Zeit ja auch verändert. Vielleicht benötigt man einfach eine andere Skin-Datei oder sowas. Müssen wir mal gucken, ob es da vielleicht Unterschiede gibt für ältere Versionen oder für neue. Weil es ja sozusagen mit der 164 und Zeitfall ist ja auch gleich mal schon mit drin. Also. Weil wenn man bei Zeitfall müsste, ich bin dann auf jeden Fall mit der Einmal auf jeden Fall anscheinend jetzt ansetzen. Halt Terminal Crash, was es ja auch hier schon gibt, aber ganz anders. Weil hier, wenn ich mit Shift über die Sachen fahre, sieht man hier ein paar Elemente,
hier trägt oder sowas, was Darsteller heißen soll. Hier Kristall, Gold, Werkzeug, Baum. Das hat man halt hier oder da. Rüst und Eisen, wenn man kurz mal gesehen. Diese Elemente, die einfach über den Sachen sind, gibt es dann nicht mehr anscheinend. Dann muss man nur das anderes craften, um diese Elemente einzusammeln anscheinend. Weil es ja, wenn ich so genau das hin, da muss man sich dann, ne, dann damit das macht sozusagen und das Teil wirklich bereinigen will. Mit Tomcraft sich dann durchsetzen. Und weil das ja auch so ist, da gibt es ja keine normalen Tools, da gibt es ja nicht dieses Hinters von Sache. Weil was auch praktisch ist, zum Beispiel dieser Hammer, der dann 3x3 Radius hat. Also diese Schaufel, die es da auch gibt. Hau ich auch mal hier rein. Bup, 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 alle weg. Das ist ja nicht, aber ich meine nur so als verschaulich. Das ist ja auch nicht immer das praktische Schöne dabei noch. Man muss halt auch sagen, da kann man nicht sofort alles abbauen. So Soft, Hard Metal, No Metal. Verschiedene Metal-Sachen halt. Ja, die schraube ich gleich weg. Hol ich mir den, nee, den hau ich in der nächsten Folge mit. Und den Stein hier, der hier drunter ist, den Bogen würde ich in der nächsten Runde dann sozusagen fixen. Die ich dann auch wieder anmoderiere. Da ist der Schwert da. Hallo, ist er wieder? Kein Mieter da. Vielleicht kommt er, wenn man seinen Wielnamen ruft. Nein, tue ich nicht. Macht er auch nicht. Ich glaube nicht. Aber wenn. Aber ob er mich findet oder ihn findet. Wir leben zwar in Hessen, aber trotzdem. Und nach meinem Steam-Account kann man eigentlich ja auch eine nähere Stelle finden. Weil man mit Steam-Account Frankfurt steht. Ja, ich sag nur eins: Frankfurt ist vielleicht in der Sichtweite, aber ich wohne nicht dort. Ich werde ihn gerne suchen. Da waren sich zwar nur weit weg. Kannst du hinfahren. Also, so weit sind wir nicht weg. Tja, drauf sind. Aber nehmen wir den Namen, ist das, glaube ich. Wir werden das nicht finden. Halt von den Kollegen. Sein Name jetzt auch noch einmal hier in der Stadt. Und sicher noch mehr. Also, jetzt haben wir den Berg hier so weit weggehauen. Dann würden wir dann den Weg da ziehen, dann hier noch lang. Weil dann sich so Lust hier sozusagen noch so einen künstlichen Fluss raus werden oder so einen Kanal. Oder hier so ein Imalo, weil ich glaube, oder, keine Ahnung, mal schauen. Vielleicht, wenn du bis einer besten Stelle vielleicht bis da, dorthin, wo jetzt dieses, halt, bis da, und das da hinten dann wieder natürlich laufen lassen, weil hier hinten soll dann an dieser Wald hin, der das Gebäude verstecken soll, weil das da hinten, bei den Beute, schauen wir zum Pfeil, zieht jetzt eine Linie sozusagen lang, dass da hinten sozusagen ein Weg da, und dann so an anwendet, vom See aus. Aber wohl wie es weitergeht, seht ihr wohl in der nächsten Folge. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.